EA Sports, it's in a game. Super Bowl 7, 2014. Buy it. Exclusive for PlayStation 4, of course. Heuer in Ausrüstung. Was ist los, Zoran? Hat ja große Abstimmung im Internet gegeben, die ja sehr eindeutig ausgefallen ist. Deswegen werde ich mich mal zwingen müssen, heute Running Back zu spielen. Die haben mir nur die Nummer 2 gegeben, die Nummer 1, für die hat es nicht gereicht. Ach so? Ja, ja. Aber der Superstar bin ich trotzdem. Und das heißt, heute wird 90% über dich gelaufen, oder? 100, aber die wissen es noch nicht. Ah, okay. Und irgendwelche spezielle Vorbereitung, weil du heute da in Ausrüstung stehst? Ja, wir haben zweiwöchiges Trainingslager gehabt, jedes Jahr, was ja geheim gehalten wurde. Wurden ja unterstützt von den Junior Tigers, darf man aber ja nicht sagen. Die haben eigentlich mit uns trainiert und nicht mit den Kindern, aber ja, und sonst fit wie noch nie, getobt wie auch noch nie. Alles gut. Na, dann viel Spaß. Also die Nummer 2 werden wir heute hoffentlich groß und dick im Auge behalten. Absolut. Dick sowieso. Viel Spaß. Danke. So, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Jetzt bist du dran. Ne? Ich habe aber gehört, ne, vor der Zoran steht jetzt da in Ausrüstung. Das heißt, an der Sideline fehlt auf einmal der Coach. Was macht ihr jetzt da? Nein, nicht. Ja, also Zoran wollte heute unbedingt spielen. Diesen Wunsch haben wir ihm erfüllt. Er spielt heuer und ich stehe heuer eigentlich allein an der Sideline. Als Head Coach, als Offense Coordinator, als Defense Coordinator und auch keine Ahnung, was wir machen. Wobei du hast den Vorteil, es kann da keiner mehr reinreden, ne? Doch, ich habe den Hani an meiner Seite als Line Judge, mit dem wir ein bisschen kämpfen müssen. Ah, voriges Jahr war er noch Head Ref, jetzt ist er degradiert worden an die Sideline zu dir. Hat das irgendeinen Hintergrund gegenüber vom vorigen Jahr vom Spiel? Nein, keinen. Das war die Einteilung so von Coordinators. Also nicht, dass du mal ein bisschen näher an der Hand hast, so die Line jetzt ein bisschen ziehen? Nein. Das war von mir nicht so gewollt. Habe ich auch nicht gemacht. Und so, sonst irgendwelche speziellen Ausgaben für heute? Ausgaben? Und was meinst du Ausgaben? Irgendwelche Regeln, Vorgaben, irgendwelche speziellen Spielzüge? Ja, nicht verletzen, viel Geld sammeln für die Wiener Tafel und Spaß haben. Das sind die drei Sachen, die drei Vorsätze, an die wir uns halten und ja, so wie jedes Jahr versuchen, das Beste draus zu machen und für Zuschauer ein Spektakel zu machen. Ja, muss man sagen, ist ja das siebte Mal, ne? Also nicht die verflixte Sieben, sondern auf eine Super Sieben. Eine Super Sieben, so ist es. Genau. Und du hast gesagt, das Geld wird dann nachher zur Verfügung gestellt für? Für die Wiener Tafel. Es geht okay, an die Obdachlose. Wir, Zoran und ich, machen uns jedes Jahr eigentlich Gedanken darüber und unterstützen jährlich halt eben immer eine andere Organisation. Und heuer ist es eben die Wiener Tafel. Na super, na dann viel Spaß und wir werden uns eh noch sehen. Dankeschön, ihr auch, danke. So, eigene Fantruppe hier, wem feuert sie an? Windhager, Nummer 68. Wo spielt der? Eagles. Left Tackle. Left Tackle. Ich spiele da, bei uns Center. Super. Fotograf Wilfingen, voller Action. Sicher. Und toll vorbereitet auf das Spiel heute. Sicher, bei jedem Training dabei gewesen. Passt schon. Und, habt ihr irgendwelche Special-Spielzüge, ein dickes Playbook? Das Playbook-Lernen war die Hölle. 24 Stunden, 7 Tage die Woche nur lernen. Trickspielzüge haben wir, lassen wir komplett aus, braucht man nicht. Was spielen wir selber? Mittellinebacker, wie letztes Jahr. Das heißt, heute ein paar von den Styrian Hurricanes da wegräumen. Wir werden nach Hause fahren mit lauter Schmerzen und so. Haut schon hin. Na dann viel Spaß. Bitte! Danke! Jedes Jahr wieder dabei und war es halt heuer wieder so schwierig ins Bett reinzukommen? Es ist gerade noch gegangen. Es ist, glaube ich, die letzte Chance heuer oder so. Weil ich beweis, darf ich vielleicht noch einmal mitmachen. Ja, sicher, du bist jetzt die siebte. Ich meine, ein paar gingen sich schon aus, oder? Ja, ja. Erstmal in den Rollator hab, dann. Das wäre was Neues, Zebra-Bowl mit Rollator, ja, oder? Ja, Rollator-Bowl. Rollator-Bowl, es gibt Rollstuhl-Football, aber ja.
Na, viel Spaß. Danke. High Knees, geht das noch? Oh, es ist high bei mir. Wenn du high bist, bist du high. Und los! Hallo. So, Ali ist auch wieder dabei. Zuschauer draußen haben gemeint, du schaust schon beim Aufwärmen etwas angeschlagen aus. Ich bin schon beim Umziehen war ich schon fix und fertig. Also Aufwärmen ist zu viel. Danke. Schauen wir mal, muss ich jetzt rüber. Von Chef schimpft. So, Flo voll fit, frisch aus dem Trainingslager. Super. Jetzt bist du voll drauf und was spielst du heute? Linebacker, schätze ich mal. Und dann schauen wir mal, in welchem Special Team. Special Team, ja. Ball hoffentlich nicht, ne? Nein, nichts mehr. Und irgendeine spezielle Vorbereitung gehabt? Ja, natürlich immer. Ich bereite mich immer monatelang darauf vor, auf das Ganze, aber sonst. Ja, du warst jetzt auch eine Woche in der Südstadt, ne? Richtig, extra richtig, vorbereitet. Richtig, viel gegessen, sonst nichts gemacht, aber sonst. Na, werden wir schauen. Viel Spaß. Ja, danke. Ja. Von den Top Ladies Power Mädels im Team? Ja, weil wir sind so viele. Genau. Astor, zeig's her, mein gescheites Astor. Komm. Welches? Dann macht's hier Flecken her. Ja, genau. Also. Bitte. Wer ist schuld? Wer war das? Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwer für die Burm. Hat mich da am Mittwoch ziemlich hergehauen. War das ein Schiedsrichter oder ein ehemaliger Spieler? Nein, ein Spieler. Das heißt, hat sich der vielleicht gerecht für ehemalige Pfiffe oder so? Nein, ganz sicher nicht. Ganz sicher. Nachdem ich so kurz erst dabei bin, kann ich das vollkommen ausschließen. Okay. Und welche Position werden wir heute spielen? Safety. Ja. Ja, super. Ja, dann viel Spaß. Dankeschön. So, Nummer 2 in der Ladies Power heute. Du bist jetzt das zweite Mal dabei, gell? Das dritte Mal schon dabei. Also bist du schon ein alter Hase? Eigentlich schon, ja. Also geht dir ja schon perfekt aus. Und spezielle Vorbereitung gehabt irgendwie letzte Woche? Ja, 2 Monate Dauercamp, intensiv, Drills, ich muss aufsteigen. Das heißt, hört nach Defense aus. Also so, Defense Hall oder was? Ja, die Defensivhandel. Das Summerboard füllt. So, es stehen da ein bisschen viel am Feld. Spielst du heute mit mehr als mit 11 Mann? Ja, immer. Ja. Immer. Immer. Na, normal. Na, okay, dann viel Spaß. Danke euch auch. Die Paket übergeben an die Schiedsrichter. Die müssen uns was zahlen, damit sie hier sein dürfen. Also, wenn man denkt, ihr zahlt was, dass ein paar falsch übersehen. So wie es normal so üblich ist in Österreich, oder? Können wir darüber reden? Deswegen nehmen wir die blinden Schützen. So, ist das schon die heimliche Verbrüderung vor dem Spiel? Ja. Ich bin bestochen. Klar. Hey, wer wollte es vorher ganz vor? Das Zeichen war jetzt da, ein da Fleck. Ist das Vikings drin. Das heißt, ein Fleck haben sie gut jetzt da, ne? Ja, genau. Okay. Special Referee Crew heute. Ich schaut sich schon mal die Spiele an. Habt ihr schon irgendwas entdeckt, was nicht so ganz passt? Was nicht so ganz passt? Der Wein noch nicht, ne? Ich glaube, das ist ganz fein aus. Inzwischen haben noch alle ihre Pads und so weiter anscheinend, ne? Natürlich. Ja, aber es hat immer so Geschichten wie. Der Tobi Oberzeller ist, glaube ich, heute nicht da. Er spielt gerne immer ohne Kniepads und so weiter, ja. Das ist immer so eine Spätelsache. Ja, das sind Referees, die müssen wissen, wie es geht, oder? Ja, die wissen, wie es ausschauen soll. Die Frage, ob sie wissen, wie es geht, ist auch eine andere Frage. Ne? Habt ihr von den Referees irgendwelche Special Rules bekommen, die sie heute beachten müsst? Special Plays haben wir bekommen. Ja. Für euch, oder was? Nein, die wir beachten müssen. Ja, nein, die dürften schon vorbereitet sein, das hört sich gut an. Na, bin gespannt. Na, viel Spaß. Danke. Kommt doch mal her, bitte alle. Du hast das ja schon mal richtig angefangen. Wir gehen jetzt alle in die Gruppen, was ja jeder sind. Offensive Line, Defensive Line, Linebacker, Cornerback, Safeties, Receiver und unsere 6 Quarterbacks. Wir machen so viel Leute wie sind. Jeder in seiner Gruppe macht sich Aral selber aus. Das heißt, ohne dass sich irgendeiner darum kümmern muss, dass ein anderer irgendwann einmal spielt, dass da nicht halt, ich habe nicht gespielt, bye. Macht euch also in eurer Gruppe selber aus, wer wann reingeht. Am gescheitesten war es halt immer drive-mäßig, weil dann kommt nicht viel Mist raus. Okay. Ausmachen, wer hier als erstes Spielzeug reingeht.
So, ja, ja, wir sind jetzt nein, wir haben eine Gruppe. Ich also glaube, dass wir eine Gruppe sind. Ich bin auch Outside-Linebacker. Richtig, genau, so wäre es logisch, ja, oder? Ja, 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 wir sind eine Gruppe. Wir gehen in den ersten Draft. Einer von der Mitte, einer von der Seite. Okay. Einer von euch, einer von der Mitte, einer von der anderen Seite. Genau. So machen wir es. Wir haben drei die gleiche Position, weil wir können die drei so einander ausmachen, wer reingeht. Genau. Ich bin immer in der Mitte. Das ist der Outside-Linebacker, was bist du? Ich bin auch Inside Outside, aber es ist ja wurscht, wer was spielt. Also ich spiele alles bis zum Ich bin mit. Ich spiele alles, das ist mir schon. Okay, ist ja nicht die Theorie wieder draußen. Nein, okay, bleiben wir so. Warte mal. Dann machen wir eine Leibegruppe. Okay, wir sind zwei Zebras. Nein, das geht gar nicht. In einer Gruppe. Okay, danke, du rein. Danke. In die Mitte. Genau, da. Jetzt haben wir Zebra und Fotograf. Okay, dann geht's. Einer von der Seite. Ja, dann bist du rüber und einer von euch kommt her. Nein, ich bin auch Zebra. Ist ja wurscht. Ja. Ja, wir machen das. Ist aber so, wenn einer nicht mehr kann, nicht mehr will, sagt das einfach an und dann wird es einfach durchdrehen. Wir können einfach normal durchdrehen. Ja. Ja. Genau. Gut, okay. Dann machen wir das so. Nein, es ist die ganze Gruppe. Hey, ihr seid die ganze Gruppe. Okay, wir gehen jetzt gemeinsam. Wir wechseln immer die ganze Gruppe. Ja. Okay. Also, die ganze Gruppe. Okay, wer von den Gruppen fängt jetzt an? Okay, wir fangen an. Okay, dann spielt hier als zweiten Driver den dritten. Okay, fahrt dann immer so weit. Ja. Okay, komplizierte Verhandlungen bei den Linebacker. Aber immer kompliziert. Ich will hoffentlich dann rechtzeitig, wer wo drinnen steht. Ne? Das würfeln wir aus. Würfst du es aus? Ja. Habt ihr wenigstens vorher schon gemeinsam trainiert, oder? Warum? Das Training ist überbewertet. Ja, bestimmt eh. Linebacker braucht man sich nur beim Training. Linebacker braucht man nur gescheit hitten und passt schon. Ne? Dass man steht und wartet, bis man mit einem einrennt, oder? Ja, viel Spaß. Haben wir immer. Hurricanes, won the toss and the receive. Let's go get some! And first off. Ausgezeichnet, deflected, der Pass hier, Touchdown, super, das ist eingesetzt. Und auf den Zug, der Osten. Eben Peter Gaude von den Legionaries, mit der Nummer 10 von der Unterrichtung. Peter Gaude von den Legionaries, mit der Nummer 10. Und schön aufgenommen hier, an der 40. Jawohl, schön gemacht von der Offense. Sagt ein erfahrener Ref, war das jetzt der First Down oder nicht? Nie und nimmer war das ein First Down, das geht dann nichts. Nicht? Weil das ist typisch. Das ganze Jahr nicht. Sagen wir als Coach an der Seite, nicht? Machen sicher einen super Job, nicht? Aber sehen halt nichts. Nicht? Und das merkt man dann ganz eindeutig ab beim Helfen. Nicht? Also das ist.
Das ist die erste eine geschobene Partie, ne? Ja, nein, auf alle Fälle. Ne? Das hat, ich glaube, das ist ein bisschen die Rache von einem Rasi, der da irgendwie First Downs verschenkt für den Gegner. Ich habe keine Ahnung, warum man das Matthias macht. Matthias Keichler war unterwegs. Wir werden auf dem Feld die Antwort finden, ganz eindeutig. Ja. Also wir werden da einfach jetzt ein paar Punkte mal aufs Board tun und dann ist uns wurscht. Ja, dann können wir das schon nicht sagen. Man verliert nicht wegen die Refs. Nein, natürlich nicht. Bei uns schon heute vielleicht, nicht bei... Je mehr Refs am Feld steht, desto schwieriger wird es bei uns, aber ansonsten. Nein, wir machen das schon, also ich bin zuversichtlich. Ausgezeichneter Screen Pass auf die Nummer 23. Und Sleip ist bis jetzt zufrieden mit der Ref-Leistung am Spielfeld. Mit der Ref-Leistung? Mit den Refs da, mit den, also nicht mit deinen Refs, sondern mit den heute falschen Refs. Mit den Refs bin ich zufrieden, mit den falschen, echten Refs eigentlich eher weniger. Was sagst du zur First-Down-Entscheidung? Ganz schlimm, ganz schlimm. Da hat der ganze Balllänge gefehlt. Zuerst geben sie einen Spot. Und dann wird sich unentschieden, das verstehe ich nicht. Also, bei einem echten Spiel können wir sowas nicht machen. Eine mit dem Spiel. Also Ali, jo, ich glaube, das war jetzt die Antwort auf das ungerechtfertigte First Down von vorher, oder? Genau. Vorschlamm gut gemacht. Also, ich glaube, das war jetzt die Antwort auf das ungerechtfertigte First Down vorher, oder? Ich weiß nicht. Komische Entscheidung. Offensichtlich ist der Helm, wenn er out of bounds ist, auch schon out of bounds. Ganz komische Regelauslegung. Ist die Refs nicht da? Das kann ich Ihnen sagen, ich sage das. Ich kenne das. Referee sind böse. Aber dieser Referee macht einen sehr guten Job. Coaches sehr weit. Referee sind böse. Wie sind da nicht wieder? Geh mal, Sascha! Passing, Alter, das ist ein Passing Appearance. Playing through the risk. Und ein Spot auch noch. Wow, das ist schlecht. Was hast du gesehen? Ja, das ist ein schlechter Spot. Der Spot war mindestens zwei Jahre davor. Vorher Pass Interference, oder? Definitiv. Na, it's playing through the receiver's back, aber das verstehen die Schiris hier nicht. Aber Rani Rase unfehlbar. 15 Jahre später. Zwei nehmen wir auch mit, oder? Nehmen wir mit, Vollgas. Ich widerrufe alles, was vorhin super Schiedsrichter leistet. Es war doch nicht die Pass Interference, es war halt das Ref in der Pass. Ja, ich habe mir das nicht so wirklich genau angeschaut, aber es ist super leist, super. Man sollte sich. Ich habe eindeutig am Video, das war doch voll voller Block in den Text. Ja, ich könnte aber leider gar nichts, weil immer schlecht das gibt. Der Hani hat sich nicht überreden lassen, ein Video-Replay zu machen. Hätten sogar da gehabt, ne? Ja, wir hätten es voll am Video gehabt. Also ich bin dafür, das nächste Mal müsst ihr rote Flex mitnehmen. Das ist der Rosanesmin. Dass ihr reinwerfen könnt. Ja, der Rosanesmin. Also wenn das kein Block in der Bank war. Ja, ja, gell? Okay, meine Herren. Nummer 85.
Sehr schön. Super Defense, viel Goal ist gut. So, nächste Reihe wieder. Second Row. Linebacker wieder die erste. Denken wir uns also zwei rein oder drei rein. Jetzt da ist alles du ein. Die Bills wechseln einfach kurz, so wie es Line ist wieder die zweite Reihe drinnen. Unser Platz wiederum auf dem Spieler mit der Nummer 8 der Laufbühne. Zwei Spieler der Königs können mit der 8 7. Gott sei Dank bin ich nicht drin. Christmas! Drei Mann müssen sie. Da musst du noch ausgehen. Komplett. Hey! 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 Naja, hast du das ja. Mama Challenge. Naja, Challenge. Wir müssen nächstes Mal ein rotes Flag mitnehmen. Ich habe mir so ein rosenes. Ja, wurscht. Aber er wirft es. Ich werde mich zum beim Headcoach beschweren. Ich bin ja nur running weg. Oh. Alter, da war ich. Ich habe 15 Sekunden noch, das darf ich sagen. Und Pantry Pass auf der linken Seite. Das kann nicht sein, dass du Modek frisst. Ich steig weg von dort. Ich bin Motion. Und wieder Raum gewinnen. Was war das jetzt da? Antrag. Nein! Nein! Still out game, ha? Green! Slay! Und was sagst du deinem Tackle? Geile Sache! Quarterback-Sack, so wie es sich gehört. Quarterback-Sack, gell? Was ist, willst du immer spielen heute? Oh ja, sie lassen mich nicht. Bin ja nur die Nummer 2, die Nummer 1 ist jetzt drinnen. Verstehst du? Ist der Sascha so gemein und lass nicht rein, oder was? Na, der Sascha ist ein Ehrgeiz, weil er möchte gerne einen Touchdown scoren. Also. Oh! Sobald er den hat, ist ihm wahrscheinlich gewonnen. Kein Timer! Nein! Hey, Ani, darf man den Headcoach rausnehmen? Ja, was haben wir da gesagt? Ja, der Headcoach noch gar nicht gesagt. Ani, ich habe nichts gesagt. Ani, ich habe nichts gesagt. Also wer wollte jetzt ein Timeout nehmen? Ich mit Sicherheit nicht. Der Herr Line Judge hätte gerne ein Timeout, weil er wird langsam müde. Ach so. Deswegen nimmt er uns die Timeout. Nein, hat er nicht. Er hat kein Timeout. Er hat kein Timeout. Sekunden. Was kommt jetzt? Hail Mary Pass? Nein, wir spielen weiter, ganz normal. Was soll kommen? Ich weiß es nicht. War es doch irgendwas Spezielles, oder? Haben wir gerade gespielt? Weiß nicht. Ist aber nicht aufgegangen. Ach so. Was war schon wieder? Wir spielen jetzt schon drei Spielzüge mit 22 Sekunden auf der Uhr, aber okay. Wir wollen die Hurricanes nochmal scoren lassen.
Na, vielleicht haben die mehr zahlt. Die haben ihr Wetter mitgebracht. Jetzt kommt da der Hurricane, der Oberhurricane und dann wird das auf werden. Die können von On in Motion gehen, Hanni, bitte. Die geht von On in Motion. Ja, wurscht, dafür muss ich gleich pfeifen. Hey, ich liege auf. Was ist das? Hanni! Five im Backfield, wie geht das? Gut, Coach! Hey, Coach! Kurz? Ganz kurz. Halbzeit, 0-3, schaut nicht so schlecht aus, oder? Schaut nicht so ganz gut aus, aber auch nicht so schlecht. Wir werden versuchen, jetzt ein bisschen zu adjusten. Die erste Hälfte haben wir geschaut, wie sich der Gegner bewegt. Jetzt werden wir anfangen zum Spielen. Das heißt, in der Pause erst nochmal kräftig Gas geben den Burschen und den Mädels, dass die zweite Halbzeit besser wird, ne? Etwas mehr Gas, ja. Na dann, viel Spaß in der Kabine. Dankeschön. Wieso hast du das Einzelchoice verdient? Du warst weder beim Touchdown noch bei der Two-Point-Conversion. Ist deine Kamera kaputt oder siehst du meine Runs nicht? Nummer 2 bin ich, nicht. Na, war nicht der Touchdown im Pass? Ich habe dir doch beim Training von deinen Kindern gezeigt, wie das funktioniert. Und jetzt stellst du dich so, als willst du es. Also echt. Es ist wieder trocken. 86 ist Offside. Run! Ja, das heißt, wer von euch holt jetzt den Ball? Der Franz holt den Ball! 97, mal zuschauen. Der holt den Ball. Super Franz! Also der Franz hat jetzt einen schönen Tackle gemacht, aber der Ball ist nicht mehr da. Ja, es kommt schon noch. Kommt schon noch. Ja, unter Druck der Quarterback Matthias Kalt. Gib zu, das Hart ist aber jetzt irgendwie von der Sideline gekommen, oder? Hat oder hat er nicht? Das ist hier die Frage. Ich hab's irgendwie auf der Seite im Ohr gehabt, das Hart, und nicht vom Quarterback. Ich weiß nicht, warum die von der Sideline reinschreien hat. Das ist irgendein Trickspielzug von den Hurricanes. Kann ich da nicht sagen. Geht aber trotzdem gegen euch komisch, gell? Ja, diese Geschichte, das ist komisch. Wir werden halt einfach die Defense verstärken. Wir schicken noch Spieler rein. Ja, voll. Ja! Ja, sehr flott gemacht. Ja. Leute! Zwei, 10 Punkte. 12 Minuten. Geht sich alles aus? Geht sich aus, gell? Ist weniger als ein Punkt pro Minute, ne? Ja. Geht sich aus. Alles gut. Ich
Wir haben 3000 Euro. Nummer 2 und den Headcoach. Die Rettung nehme ich. Ich das nicht bereit. Die Kleine? Was haben wir? Oben drauf, 10. Oben drauf? Drauf, 10. Die Dauer des Siebers war da vorne, 10 drauf. Und der Matti fährst an. Natürlich. Natürlich. 10 drauf. Ref, 10 drauf. 10 drauf. Hol den legalen Receiver, 10 drauf. Die Refs haben kein Rulebuch mit, gell? So ein Scheiß, was wir mir erzählen und sie steigen drauf ein. Ist das geil? Wir haben sie wirklich, ich hatte gerade die Uhr. Wir erzählen einen Scheiß und sie hören uns einfach. Super, super, ja? So wie es mir vor. Zebra Bowl, kommt zur Zebra Bowl. Also jawohl! Jawohl! Komm! Was ist los? Und außerdem ist er da drüben und etwa 50 Meter Luftlinie von mir. Danke, danke. Und verkauft Müsli, das simuliert nur. Ali, gib zu, das war ein gefaktes. Eine gefakte. Dass wir mehr Timeout haben. Na, ja, genau, das war ja nur gefakte Verletzung, dass sie drinnen mehr Pause haben. Ja, eben. Jetzt haben sie, machen die auf Defense. Dritter und zwei für die. Der Sascha spielt nächstes Jahr nicht. Jawohl. Incomplete. Eine schöne Nummer 1, Leiberl. Natürlich. Was der Zoran unbedingt haben wollte. Ich habe mehr bezahlt dafür. Achso, wer hat leider nur die Nummer 2 gekriegt, gell? Ja. Ist aber auch super. Und von der Statistik hat er schon mehr Yards gemacht als er, oder? Hoffentlich. Nein, aber wir halten uns da sicher ziemlich in Waage. Ist ein super Running Back genauso. Hat ja viel mehr Erfahrung als ich natürlich. Er steht ja öfters am Feld, ne? Das sowieso. Und ich kann mir noch viel abschauen sicher von ihm. 8 Minuten noch auf der Uhr. Schön gemacht von der Nummer 8. Der ist unterwegs in die Endzone. Touchdown Simmers. Jetzt müssen wir gewinnen, Alter. Das müsst ihr sagen. Ich hab's eh angesagt. Bitte, 2 Punkte dazu. Passt ja hier. Es müsste jetzt 18 sein. Das müssen wir jetzt aus und dann machen wir. Ihr habt hier noch genug Zeit, wenn ihr nämlich genau auf die Anzeigetafel schaut, sind wir noch immer im dritten Viertel. Ich hab das gehabt. Seit ihr spielt das dritte Viertel zweimal, ne? Das ist okay. Das macht man immer so. Wir bestehen nachher dann aufs vierte. Es ist Rebline Special. Wir bestehen aufs vierte dann. Ja, weil die Anzeigetafel sagt, ihr seid zum dritten, ne? Jawohl, ein viertes. Sag erst, es gibt nicht die ganze Zeit, ist schon der dritte. Wir spielen den dritten. Was weiß ich, was das für neue Zebra-Bull-Regeln sind? Wir spielen jetzt zweimal den dritten und dann den vierten, vierte Quarter, oder? Weil es ist noch immer drittes Quarter. Ja, ja. Drittes und dann spielen wir noch einmal das vierte. Genau, dann spielen wir noch ein viertes. Das vierte und zweite. Das ist auswechselnd. Und vielleicht spielen wir das vierte auch noch zweimal. Schauen wir mal. Es kommt auf den Punkt, das dann drauf an. Ja, bevor es halt finster wird, ne? Genau. Ja, wir machen Licht, dann haben wir eh alles da. Aufgenommen an der 25 Jahre. Sie haben den Fake mitgekriegt. Schau dir die Anzeigetafel an. Scheiße. Da ist ein Hund dabei, da kennt sie aus. Aber was leid? Ich denke mal, die Refs haben, warum auf einmal bei so 8 Minuten. Im Moment. Die Refs sagen. Ja, warum auf einmal statt dritter auf einmal viertes Viertel ist? Oh ja, wieso haben wir auf einmal das viertes Viertel? Ja, gibt's denn das? Was war jetzt da? Keine Ahnung, die Uhr ist kaputt. Vielleicht haben die Vikings die Stromrechnung nicht zahlt. Das könnte sein, deswegen ist auch das Licht nicht an. Das erklärt so einiges. Wir haben eigentlich unter der Tribüne sitzen 3 Schiedsrichter auf Fahrrädern, die kurbeln jetzt die ganze Zeit, damit diese Anzeigentafel geht. Und die erkennen das nicht an, drehen es einfach ab. Nein, der dritte hat aufgegeben, deswegen funktioniert die dritte hat aufgegeben, das war Sascha, genau. Die anderen 2 sind nur für die Anzeige, für genau. Den Score. Und der dritte für die Zeit, der zuständig ist für die Zeit. Der ist miert worden. Der ist miert worden. Jetzt, wenn jetzt weniger Spieler hier in der Area sind, das ist deswegen, weil wir müssen jetzt radeln gehen, damit das Licht angeht demnächst. Also macht da keine Sorgen, wir sind eher da unter der Tribüne.
Seite steif ist. So, Zora, ein bisschen feuchte Angelegenheit heute die Zebra Bowl, aber ich glaube, sie war trotzdem erfolgreich. Wir waren sehr erfolgreich dieses Jahr. Wir haben trotz Regens, trotz Hurricanes in die Steirer mitgenommen, haben direkt aus der Heimat, den haben sie im Glas gezüchtet, haben sie mir gerade verraten, haben wir stolze 3000 Euro zusammengespielt und eine Sachspende ist auch zusammengekommen. Wie viel es ist, kann ich nicht genau sagen. Ja, also jetzt nochmal zu, an wen geht das jetzt genau? Das ist für den Verein Wiener Tafel, die unterstützen notleidende Menschen, Obdachlose, Asylanten und helfen auch, dass Essen nicht, wie sagt man da? Verdirbt, weggeworfen wird in diesen Supermärkten, sondern die sammeln das und ernähren damit Menschen, die es brauchen. Ja, super Sache. Heute ist das erste Mal, wie gesagt, in Pets. Was war der Unterschied zu vorigen Jahr? Ich war nicht das erste Mal in Pets. Das ist leider das erste Mal, seitdem die Kamera dabei ist. Das ist jetzt das dritte Mal in Pets. Dieses Mal war ich das erste Mal als Running Back unterwegs. Ich habe eine große Umfrage gestartet, das habe ich dir gesagt. Die Leute wollten mich sehen. Ich habe Schläge bekommen. Ich glaube, sie sind glücklich. Das wird mehr kassiert, du oder die anderen? Ich glaube, das könnte daran liegen, dass das das Wetter war. Ich hätte ja den Touchdown gemacht, aber sie wollten mich nicht lassen. Ja, wurscht, aber jetzt geht es ja eh nicht, ne? Genau, es geht nicht um das Ergebnis. Wir haben gewonnen, im Endeffekt, weil wir haben 3000 Euro gespendet. Na, super Sache. Und wird es nächstes Jahr dann die Zebra Bowl 8 geben? Natürlich, jedes Jahr, wie letztes Jahr. Nach der Zebra Bowl ist vor der Zebra Bowl. Also bist du jetzt schon wieder am Organisieren für nächstes Jahr, absolut, ne? Absolut, ich fange gleich wieder an, wenn ich zu Hause bin. Na, dann noch schönen Abend. Danke dir auch. Ich bin ein bisschen müde, der alte Mann muss schlafen gehen. So, viele Eier da hinten, ganz klar.